Sexy, oder? Was meint ihr? Steht mir? Oh Mann. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin zu Hause. War beim Arzt gewesen, denn ich musste was holen für die Arbeit, was ich schon abgegeben habe, und ich bekomme keinen Mutterpass. Ich stand da und dachte mir, okay, dann kann ich den Mutterpass mitnehmen. Und sie so, nee, den gibt es nicht. Und ich so, okay, ich musste fragen, wieso, weshalb, warum, statt sie mir das sagt. Okay, ich habe gefragt, warum kriege ich den nicht, wann darf ich den denn bekommen, ne? Wann bekomme ich den so? Und sie so, ja, wir warten mal, ne, die 12 Wochen ab und dann schauen wir mal. Es hat sich total komisch für mich angehört, aber gut. Ich meine, was bringt mir jetzt ein Mutterpass, ob ich den nun habe oder nicht. Hauptsache, meinem Kind geht es gut und der Rest ist ja auch egal. Wobei ich ja sagen muss, ich habe es bis jetzt ja auch nur ja, einmal gesehen, als noch kein Herzschlag zu sehen war. Und nach 3 Tagen war ich ja nochmal da und dann konnte man einen Herzschlag sehen. Und dann habe ich es auch nie wieder gesehen. Ne? Das war jetzt auch in der 7-Plus-Woche. Jetzt bin ich in der 11. Schwangerschaftswoche und ja, muss noch warten. Ich bekomme keins. Ich habe keins bekommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wann ihr euren Mutterpass bekommen habt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei der Louis gewesen ist. Ich glaube, auch ziemlich spät, aber bis 12. Woche glaube ich nicht. Und bei den anderen 2, beziehungsweise auch 3, ne, bei, oder alle 4 so, also beim ersten Kind direkt nach dem Herzschlag, aber ja, 2 Wochen später hat es ja nicht mehr geschlagen. Beim zweiten Kind, bei Giano, auch direkt nach dem Herzschlag, als wir es gesehen haben. Bei Merle und Melina ebenso. Ich erinnere mich, dass es bei allen 4 direkt nach dem Herzschlag ein Mutterschafts, wie heißt das, Pass gab. Die habe ich auch alle, ne? Genau. Und bei Louis, jetzt beim 6. Kind, keine Ahnung, ich muss warten. Ja, bin froh, wenn ich dann einen bekomme, wenn dann alles gut ist, ne? Und dann eins bekomme. Ja, also mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Ab und zu Fressattacken, sonst wirklich sehr viel, sehr müde, ja. Aber sonst geht es mir richtig gut, also ja. Dann, ich gehe morgen meine Mama besuchen. Meine Mama hat nämlich Geburtstag und überrasche sie mit einem Geschenk. Genau, kann ich euch morgen alles zeigen, habe ich da oben. Und ich vermisse die Merle, ne? Ich vermisse die Merle so unheimlich sehr. Ich habe zum Karlsruhe, wenn wir doch meine Mama besuchen gehen, ob wir nicht vorher oder danach zum Friedhof können, ne? Mir ist total danach. Ist ja nicht so, dass wir jedes Mal, wenn wir da in der Nähe sind, dass wir zum Friedhof müssen, ne, von mir aus. Aber manchmal habe ich so dieses Gefühl, boah, jetzt ist mir danach. Oft ist es dann auch abends, ne? Gestern Abend zum Beispiel war das auch ganz schlimm. Da wäre ich auch am liebsten ins Auto gestiegen und wäre zum Friedhof gefahren, ne? Das habe ich dann abends, in der Nacht, ja, alles wieder hübsch machen. Da sind die Kinder auch sehr ungeduldig, ne? Wenn ich da jetzt allzu lange bin, den Grab verschönern und so, da muss ich mir zu Hause schon alles zurechtlegen, damit, wenn ich da bin, alles nur noch ablegen brauche und so ein bisschen ein paar Handgriffe, aber nicht da irgendwie anfange mit Erde, ne? Ja, doch, ich möchte da gerne morgen auf jeden Fall hin. Ich freue mich. Genau, wir sind ja nicht immer lange da vor Ort, vielleicht höchstens 15 Minuten. Ja, Kinder nehme ich auch immer mit, ne? Also wenn sie wollen, ich frage mal, wollt ihr mit, wollt ihr lieber hier im Auto bleiben? Eigentlich gehen wir immer alle mit, aber ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wenn Louis zum Beispiel schläft, dann
können sie ja im Auto bleiben. Natürlich mit Papa und dann können wir ja tauschen. Hatten wir auch schon mal. Hat richtig gut geklappt, genau. Aber meistens, also Melina zum Beispiel, die sagt immer, Mama, ich komme mit dir Merle sehen. Die möchte immer mit, ne? Merle besuchen, so sagt die das. Und will dann immer die Kerze tragen. Richtig süß. Ja, was steht heute an? Eigentlich nichts. Bin den ganzen Tag nur am Gähnen. Ein bisschen frisch gemacht habe ich mich. Wollte gleich noch gucken, so wie der Garten ausschaut. Vielleicht alles nochmal gießen. Jetzt ist nämlich hier die Sonne ein wenig. Nee, Quatsch, morgens ist die immer da und nachmittags hier. Ich muss gucken, auf jeden Fall hinten, wo die ganzen Bäumchen sind, da ist noch keine Sonne, da ist mal Schatten, damit ich halt ordentlich gießen kann. Ne? Ich meine, ich gieße ja nicht über die Blätter, sondern ja nur unten. Aber dennoch mag ich es, wenn noch keine Sonne drauf scheint, genau. Weil so eine, wie heißt es, Zucchini zum Beispiel, ist total schwierig, nur unten zu gießen, muss ja halb oben drauf, ne? Und deswegen, damit die Blätter nicht verbrennen und so, dann doch lieber, wenn Schatten ist. Genau. Ja, es ist gerade so ruhig hier im Haus. Die sind alle im Zimmer. Luisa ist am Schlafen. Und ich habe so ein bisschen Ruhe. Zeit für mich. Ich wollte mir auch noch eine Gesichtsmaske drauf machen. Das wollte ich noch gemacht haben. Meine Lippen. Einschmieren. Ein Balsam wollte ich halt haben. Ich muss mal gucken. Hier habe ich immer einen. Lalalala. Was haben wir hier? Lip Scoop. Nee. Zeige ich nie. Ach, da vorne ist es. Die zwei. Das riecht so gut. Bin ja nicht so. Also diesen orangen Duft ist jetzt nicht so meins, aber den finde ich richtig gut. Ja, wo lege ich die Kamera ab? Ja, muss ich mir was überlegen? Oder einfach festhalten? Das ist doch blöd. So, ein bisschen schräg. Naja, es geht. Hier die zwei, die finde ich gut. Das war mal eine Kooperation, auch schon länger her. Badefee. Und die habe ich nie geöffnet irgendwie. Ich dachte mir, ach, das ist doch nicht meins. Orange Kiss. Das hier ist Vanille. Das ja. Das ist auch schon länger auf. Das kann auch schon weg. Aber das habe ich erst vor kurzem und das finde ich gar nicht so schlecht. Das riecht zwar extrem so nach Orange, aber es ist echt nicht schlecht. So. Sie leuchten, glänzen. Gesichtsmaske. Genau. Ich weiß gar nicht, welche Gesichtsmaske ich nehmen soll. Ich habe jetzt eigentlich nur noch Tuchmasken hier. Ich müsste mal neue Masken kaufen. Also früher, vielleicht erinnert ihr euch, mochte ich ja total solche Tuchmasken. Da war ich richtig Fan und total verrückt nach Gesichtsmasken. Jetzt aber mag ich viel lieber diese zum Abziehen. Ne? Oder sind auch einfach nur solche Augenpads. Die mag ich auch sehr gerne, wenn sie die ganz kühl sind. Jetzt habe ich nämlich keine im Kühlschrank stehen. Ja, dann. Was haben wir hier? Hyaluronsäure mit Vitamin C und Teebaumöl mit Gurken extrakt. Gold oder Grün? Sind die von Sister in Me? Nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme mal die Grüne. Grün oder Gold? Grün, oder? Ich werde jetzt zum grünen Monster. Ist die überhaupt grün? Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ja, die riechen immer alle sehr chemisch. Doch, die ist tatsächlich grün.
und die ist so nass. Da muss man immer aufpassen. Weil wenn ich das jetzt so ablege, dann kippt die um. Ich muss die hier so hinstellen, dass sie nicht umkippen kann. Das ist jetzt so ein Set, was aus zwei Teilen besteht. Sexy, oder? Was meint ihr? Steht mir? Oh Mann. Auf jeden Fall rutscht die bisher nicht. Aber die könnte echt ein wenig kühler sein. Ja, hier die Dinger. Ich weiß nie, wohin damit, ne? Macht man das tatsächlich so über die Augen? Oder was? Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich immer gefragt, warum sind die hier dran? Die stören doch nur. Kann mir nicht vorstellen, dass man so macht. Also, ich habe ja sowieso empfindliche Augen. Das sieht so bescheuert aus. Keine Ahnung. So. Ja, auf jeden Fall finde ich, dass die Maskenverpackung richtig klasse ausschaut. Also wirklich einer der schönsten, die ich bisher gesehen habe. Aber die Maske an sich ist dann doch nicht so wow wie die Verpackung. Dann ist mir das andersrum doch viel lieber, dass die Maske richtig, richtig gut ist und die Verpackung dann weniger schön. Also ja, was für Masken ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, sind die von Garnier und wirklich die ganze Reihe. Da gibt es so einige, die sind weniger gut wie die anderen. Also die sind alle gut, aber manche sind super gut, also richtig, richtig gut. Wo meine Haut einfach nicht nur danach sich super gut anfühlt und ausschaut, sondern auch wirklich noch in den nächsten 3 Tagen. Und wenn man das öfters macht, also ich hatte das wirklich mal getestet, dass ich das alle 3, 4 Tage gemacht habe, eher 4 Tage, die eine und selbe Maske. Und nachdem ich die abgesetzt habe, sage ich mal, war meine Haut und meine Haut eben einen ganzen Monat super. Einen ganzen Monat. Also ich habe gemerkt, dass da noch, ne, was, ne, einen ganzen Monat. Und das fand ich dann doch sehr interessant und cool. Da hat sich das gelohnt. Ich meine, man muss ja nicht alle 4 Tage, einmal die Woche, einmal alle 7, 8 Tage oder 10 Tage. So günstig sind die ja auch nicht. Aber die lohnen sich. Die sind, also ich finde, die sind klasse. Und wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, kann ich euch empfehlen, was ich ja oft mache, schon lange nicht benutzt habe. Ja, so lange ist auch schon ein Monat ist es her. Ich züchte die Aloe Vera Pflanze. Und somit habe ich immer so 3, 4, 5 Pflanzen da stehen. Das heißt, jeden Monat ist da immer ein Blatt, was erwachsen genug ist. Diesen entnehme ich. Dann schneide ich hinten, was angewachsen war, schneide ich ab. Dann stelle ich das hin. Das habe ich euch in einem Video mal gezeigt. Dann lasse ich das sozusagen ausbluten, ja, diesen Gel. Das wird dann so ein bisschen gelblich. Und wenn das fertig ist nach 10 Minuten, dann wird dieser Blatt von der Aloe Vera geschnitten. Dann kann ich da entweder daraus so Würfel machen, Pads, ja, fürs Gesicht. Ganz, ganz super. Ich benutze das auch sehr, sehr gerne für vor dem Rasieren der Beine. Ich habe ganz empfindliche Beine. Dann schmiere ich mir das drauf, lasse das einwirken. Das wird dann so ein bisschen trocken, schuppig. Dann abwaschen und rasieren. Und nach dem Rasieren dann auch nochmal drauf. Die Beine, die sind danach wow. Wirklich, also wirklich wow. Wie die Models aus dem Fernsehen, sage ich mal. Also richtig gut und ich mache das mit so viel fürs Gesicht, für die Haare, für die Haarspitzen. Also Aloe Vera ist wirklich der Wahnsinn, finde ich. So ihr Lieben, ja, lass das jetzt noch so ein bisschen drauf.
Heute gibt es nur ein kurzer Vlog von mir. Wollte euch das einfach nur mitgeteilt haben. Finde ich ein bisschen, ja, schade, aber überhaupt nicht wild. Ich meine, Hauptsache, meinem Kind geht es gut. Schade, dass ich jetzt keinen Mutterpass habe. Ich habe den ja doch immer gerne zu Hause und vergleiche dann mit den anderen. Dann steht da immer alles. Ich meine, ich habe das noch im Kopf und ich habe auch ein Baby. Wie nennt sich das? Muss ich nochmal gucken. Babybauchbuch, also ein Tagebuch tatsächlich, kann ich euch auch mal zeigen. Ich habe für jedes Kind eins, also das ist jetzt das sechste, und ich schreibe da jeden Tag regelmäßig mal mehr, mal weniger rein, klebe da den Schwangerschaftsstreifen rein, klebe da die Ultraschallbilder rein, einfach eine Erinnerung für mich, für später. Finde ich einfach total cool. Ich habe es beim ersten Kind gemacht, auch wenn es nach ein paar Seiten direkt aufgehört hat, habe ich das so weitergeführt, dass ich für jedes Kind ein Tagebuch gemacht habe. Ne? Genau. So ihr Lieben, ich beende hier dieses Video. Mary als grüner Monster. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, das Ganze rutscht die ganze Zeit. Ne? Das ist total nervig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns am Morgen, Punkt um 10 Uhr wieder. Tschüss.